Hi Leute, ich bin's wieder, euer Markus von Horntools. Heute machen wir mal einen kleinen Vergleich zwischen Hartschalenzelt und Klappzelt. Wenn ihr zurzeit euch die Frage stellt, welches Zelt ist denn das Richtige für mich, dann hoffe ich euch, mit diesem Video ein bisschen weiterzuhelfen. Zuerst müsst ihr euch mal die Frage stellen, wie möchte ich mein Zelt verwenden? Bin ich jemand, der gerne täglich die Location wechselt oder fahre ich irgendwo hin, bleib da ein, zwei Tage, baue da mein Camp auf und reise dann erst weiter oder vielleicht bin ich sogar jemand, der eine Woche irgendwo stehen bleibt. Dann ist natürlich noch ein großes Thema, mit wie vielen Leuten reise ich und wie viele Leute müssen bei mir im Dachzelt wirklich übernachten können. Ein weiteres Thema ist natürlich auch noch, auf welches Fahrzeug baue ich mein Auto auf, weil wie ihr seht, beim Hartschalenzelt haben wir eine komplette Größe, die ist ca. 2,10 Meter. Die muss natürlich auch auf mein Auto passen. Ein Klappzelt ist da ein bisschen komfortabler, da es ein bisschen kleiner ist im Packmaß, das passt auf fast jedes Auto. Beim großen Hartschalenzelt muss ich wirklich darauf achten, dass mein Fahrzeug groß genug ist, dass das da drauf passt. Wie ihr hier seht, hier haben wir eine Breite von ca. 1,40. Das geht locker auf jedes Auto drauf. Ein weiteres Thema bei den Dachzelten, bei der Beschaffung des Dachzelts, spielt auch die Dachlast eures Fahrzeugs. Dazu müsst ihr einfach in die Betriebsanleitung eures Fahrzeugs schauen, wie hoch die dynamische Dachlast eures Fahrzeugs ist. Die dynamische Last beschreibt die Last während der Fahrt. Bei einem Dachzelt reden wir von einem Gewicht, bei einem Hartschalenzelt von ca. 70 Kilo, bei einem Klappzelt von 50 bis zu 90 Kilo, wenn man die größte Version des Dachzelts wählt. Die statische Last des Fahrzeugs ist natürlich viel, viel höher, also wenn ihr auf dem Campingplatz steht oder auf eurem Spot steht. Die Last, die das Dach aufnehmen kann im Stand, ist um das 3- bis 4-fache höher. Also überhaupt kein Problem, dass ihr drin schlafen könnt. Aber während der Fahrt müsst ihr natürlich beachten, dass die Last nicht zu hoch wird. Wenn ihr mit eurem Dachzelt öfters mal den Spot wechselt oder das Zelt spontan nutzen wollt, dann empfehle ich euch ein Pop-Up-Dachzelt, ein Hartschalendachzelt, da der Aufbau schneller und einfacher vonstatten geht und somit das Zelt in kürzester Zeit nutzbar ist. Ein weiterer Vorteil beim Hartschalendachzelt ist natürlich die geringere Bauhöhe und die Aerodynamik des Zelts. Ist das Zelt auf dem Dach verbaut, kann man teilweise mit niedrigeren Fahrzeugen sogar noch Tiefgaragen nutzen, was beim Klappzelt dann wirklich schon problematisch wird. Zudem, durch die Aerodynamik hat man beim Fahren einen geringeren Spritverbrauch und natürlich auch einen geringeren Windgeräusche. Jetzt mal zu den Vorteilen vom Klappzelt. Beim Klappzelt ist es so, man hat vor dem Auto oder neben dem Auto schon einen größeren überdachten Bereich, allein durch die Bauart des Zelts. Durch das, dass man den Boden rausklappt und man noch ein Vordach hat, kann man schon mal geschützt vor Wind und Wetter unterm Auto sitzen bzw. unterm Dachzelt sitzen. Bei diesem Dachzelt hat man dann auch noch die Möglichkeit, ein Vorzelt mit einzuspannen, dass man komplett den ganzen Bereich wettergeschützt hat. Das Vorzelt hat auch einen Boden mit dabei, sprich, wenn es mal länger regnen soll, kann man sich hier im Stehen umziehen, man kann meinetwegen hier drin frühstücken etc. und hat einfach einen geschützten Platz. Ein weiterer Vorteil beim Klappzelt, ich kann hier durch die Schnellverschlüsse auch noch die Leiter entfernen und habe somit noch mehr überdachten Freiraum, den ich nutzen kann. Während ich die Leiter entfernt habe, darf ich allerdings das Dachzelt selbst nicht nutzen. Es darf sich niemand im Zelt befinden, da die Leiter immer ein tragendes Teil ist. Wie ihr hier beim Themis, beim Hartschalenzelt schon sehen könnt, ist der überdachte Bereich beim Themis schon deutlich kleiner, hat aber den Vorteil, dass man nicht lange irgendwas abspannen muss oder irgendwas niederzurren muss. Man kann es einfach aufstellen, Spannstangen rein und das war's schon. Ein weiterer Vorteil beim Themis Hartschalen-Dachzelt ist, dass man den Einstieg auch einfach nach hinten verlegen kann, wenn man auf der Seite mal etwas weniger Platz hat. Einfach die Leiter hinten in den Halterungen einhängen und schon kann das Zelt von hinten bestiegen werden. Ein Vorteil vom Klappzelt ist natürlich die Geräumigkeit. Ihr seht schon, ich habe hier sehr viel Platz nach oben und zudem haben wir mit 4 verschiedenen Größen auch noch die Möglichkeit, dass man von 1,20 Meter Breite bis 2,20 Meter Breite bis zu 4 Personen in einem Dachzelt schlafen lassen kann. Des Weiteren gibt es noch viele andere Möglichkeiten, das Dachzelt noch weiter auszustatten. Wir haben zum Beispiel unsere Schuhtaschen,
Wir haben unseren Organizer für das Dachzelt. Wir haben die Matratzenunterlage, die Mesh, die 3D-Mesh, um Kondenswasserbildung unter der Matratze zu vermeiden. Und wir haben noch das Thermo-Innenzelt fürs Dachzelt. Wie ihr seht, ist das Thermo-Innenzelt unglaublich schnell montiert. Nun zu den Vorteilen vom Hartschalenzelt. Wie ihr seht, habe ich auch hier ausreichend Platz, um gemütlich sitzen zu können. Zudem haben wir ein Cargonetz, das schon mitgeliefert wird. Hier kann ich meine Sachen zum Schlafen verstauen. Außerdem haben wir einen isolierten Deckel und einen isolierten Boden, was die Wärme bzw. die Kälte ein bisschen draußen hält. Und wir haben noch den Vorteil, beim Pop-Up-Hartschalenzelt ändere ich die Fahrzeugform nicht bzw. ich klappe nichts nach außen. Das zählt in einigen Ländern daher nicht als Campen und ich kann somit auch auf einem Parkplatz übernachten ohne Probleme. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Denkanstöße geben bei der Beschaffung eures Dachzelts. Zum Schluss noch ein kleines Fazit. Überlegt euch, für was brauche ich mein Dachzelt, mit wie vielen Leuten will ich reisen und was habe ich für ein Budget. Und natürlich noch, auf welches Fahrzeug möchte ich mein Dachzelt bauen. Somit müsstet ihr dann eh die perfekte Wahl für euch treffen können. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Dachzelt.